Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 75, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Modernisierung des hessischen Rechts in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Berichterstatter ist der Abg. Dr. Wilken. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Dann rufe ich auf zur Aussprache. Das Wort hat Frau Kollegin Hofmann für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz beschäftigt sich mit Regelungen innerhalb der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die sich selbst, wie Sie wissen, es gibt ja unterschiedliche Gerichtsbarkeiten in der Justiz, hauptsächlich auch mit Familiensachen beschäftigt. Das uns vorgelegte Gesetz dient hauptsächlich der Angleichung von bundes- und landesrechtlichen Regelungen, die natürlich dazu dienen, dass die Regelungen insbesondere im Blick auf die Anwendbarkeit klarer werden, praktikabler werden, vereinheitlicht werden, transparenter werden. Und im Übrigen gibt es auch noch redaktionelle Anpassungen. Wir haben uns die Regierungsanhörungsunterlagen angeschaut, haben sie kurz auch im Ausschuss beraten und festgestellt, dass es keinerlei große Einwendungen gegen dieses Gesetz gibt. Und deshalb wird auch die SPD-Landtagsfraktion diesem Gesetz zustimmen. Vielen Dank, Frau Hofmann. Das Wort hat Herr Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Herr Gesetzentwurf wie im Ausschuss angekündigt zu. Vielen Dank. Ich habe gedacht, er spricht für diesen Satz länger. Meine Damen und Herren, ich rede jetzt ein bisschen langsamer, damit wir nicht hektisch werden. Das Wort. Könnt ihr gemeinsam an die Mikro gehen? Nicht, dass hier noch einer im Duett reden will. Ich gebe das Wort Herrn Kollegen Honka für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist erfreut festzustellen, dass auch um diese Uhrzeit noch die Mitglieder des Rechtspolitischen Ausschusses dazu in der Lage sind, die Sitzung so voranzutreiben, zeittechnisch. Ich denke, wir hatten die Unterlagen der Regierungsanhörung ausführlich lesen können. Wir hatten die Gelegenheit sofort nach der letzten Plenarsitzung bekommen. Von daher war es ein richtiges Votum des Rechtsausschusses und freue mich, dass es auch wohl hier heute Abend ein richtiges Votum für dieses Gesetz geben wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Sie dürfen wieder. Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wir werden dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen. In den Anhörungsunterlagen gab es keinerlei kritische Anmerkungen. Also ich zumindest habe beim Lesen des Gesetzes sogar noch etwas gelernt. Ich habe gelernt, was ein Fideikommiss ist. Wen das interessiert, das spielte auch im Lande Hessen einmal eine Rolle, als es um den Verkauf des Klosters Erbach ging. Genau, also fand ich sehr interessant. Ich habe etwas gelernt bei dem Gesetzentwurf, und unsere Fraktion wird auch zustimmen. Danke. Alles weiter. Augenblick. Das Wort hat Frau Ministerin Kühne-Hörmann. Wer hat das? Hier steht einer drauf, Herr Ohler. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Zustimmung aller Fraktionen zu dem Gesetzentwurf und gebe auch meine Rede zu Protokoll. Es ist die Frage, wieso soll es aufrufen? Das ist vereinbart worden. Doch, okay. Vielen Dank, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, wir lassen uns noch ein bisschen Luft. Wir kommen dann zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Modernisierung der hessischen Rechts in Angelegenheiten der freien Gerichtsbarkeit seine Zustimmung erteilt, bitte das Handzeichen. Danke schön. Wer ist dagegen? Stimmen, Enthaltungen? Ich stelle fest, das Gesetz ist einstimmig beschlossen worden und wird somit zum Gesetz erhoben.